Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Tornado Stream. Heute mal mit Dirt Rally 2. Wir fahren mal jetzt einfach eine Rallye-Strecke und zwar mit einem Golf GTI mit 4 Zylindern und fast 1000 Kilogramm Gewicht und man sieht 195 PS. Wir gehen mal rein. Wir fahren mit einer H-Schaltung. Das heißt also, wir haben auch Kupplung und wir gehen mal rein. Okay, Cat Mass. Was war das? 2,8 Kilometer. Mal gucken, dass wir das Auto nicht gleich zu Schrott fahren. 13 Uhr die Startzeit. Alles klar, alles klar, alles klar. Sieht gut aus. Wir machen einfach Start. Wir gehen da vorsichtig ran, weil wir wollen ja das Auto nicht zerstören. So, Kupplung treten, erster Gang. Handbremse. Ich habe leider keine Handbremse, deswegen nehme ich hier am Lenkrad die Schaltwippe dafür. 5, 4, nicht gleich in die Bäume fahren. Okay, 1 heißt 90 Grad. In 4 rechts lang. In 3 links, don't cut. Und rechts halten. 30, kehre links, weit. Langsam. Ja, wie soll ich denn schneller fahren oder was? Wow, ganz anders. Macht auf 30, 6 links über Kuppe, 50. Über Kuppe. 2 rechts verdeckt. Heißt ja, wir springen jetzt. 3 links, don't cut. In 2 rechts verdeckt, small cut. In 2 links lang, mach zu. Jo, der war gut. Zu rechts lang, macht auf, mach zu, kehre rechts, mach zu. In 1 links, mach zu, macht auf lang, in Abzweig 1 rechts, don't cut. In 2 links lang, mach zu, macht auf. Voll rein. Aber ist schon interessant, wie sich das so fährt. Und jetzt gibt es auch keine Vollpulle einmal. Brauche ich mir gar nicht. Ah, okay. Angerapscht. Ah, das geht nicht. Ach, das ist ja ein Frontantrieb, wa? Meine Güte. Das heißt ja voll rum. In kehre links, in 6 rechts. Links halten für 50, 4 rechts. Ey, komm hier mal durch, ohne dass du gegen die Bäume fährst. 3 links über Bremsen. Welle in 2 rechts, 20. 1 rechts lang, mach zu. In 5 links. In 2 links lang, mach zu, über Ziel, 30, über Sprünge, 4 links, in 4 rechts bis Stopp, gemacht. Okay, Alter, das war ganz schön eng, was ich da alles so gesehen habe. Ja, okay, das lassen wir erstmal als erstes so stehen und das machen wir weiter. Entschuldigung, da bin ich ziemlich wortkarg, aber du kennst die Strecke null, du kannst gar nicht diskutieren und willst ja auch das Auto nicht kaputt machen, weil Schaden ist ja an. Aber seht euch das an, wie zauberhaft ich da fahre. Okay, dann gehen wir mal zurück und gehen mal direkt in die Karriere. Das war jetzt nur mal so ein Test, ich wollte nur mal wissen, wie sich das fährt. So, jetzt gehen wir da mal zurück, mein Team, machen wir da mal Event und fahren mal einmal so eine, würde ich sagen, so eine Distanz. Ich bin halt nur mal, ich habe mir gedacht, ich installiere mal das Spiel, weil ich mal neugierig bin, wie so Rallye ist. Also man weiß ja, wie Rallye ist. Man hat halt eine lange Distanz, die man fährt und da muss man halt durch so schnell wie möglich.
Aber das ist halt nicht wie auf dem Rundkurs, wo du, sag ich mal, alle 16 Kurven kennst und du weißt genau, wie du die immer fährst. Du hast deine 16 Kurven, deine 16 Bremspunkte und Beschleunigungspunkte und das hier ist natürlich anders. So, Karriere. Und dann machen wir mal Event. Was haben wir da? Ein Lancer, okay. Und das ist natürlich auch nicht mit Tiptronic oder so. Wir fahren das hier alles mit Haarschaltung. Okay, das ist dann 6,18 Kilometer. Da müssen wir uns dann doch schon eher am Zwirn reißen. Deswegen auch das runde Lenkrad. Okay. Testfahrt bringt ja eh nichts, weil wir nehmen das Standard-Setup, weil hier rum zu diskutieren und rum zu palabern bringt auch nichts. Okay, dann wollen wir mal. Okay. Start 100, 5 rechts, 30, 2 links, mach zu. Viel Glück. Hä, das ist, warte mal. Du redest viel zu schnell. Option, Audio. Eingabe. Spieleinstellungen. Habe ich da irgendeine Möglichkeit, die zu beeinflussen, dass die nicht so schnell redet? Ne, okay, dann lassen wir das erstmal. Grafik, nee. Okay, lassen wir das so. Na okay, das war jetzt Kupplung, erster Gang, Handbremse und Vollgas. Und 105 rechts, 30, so links, macht zu. 105 rechts. In 3 rechts lang, macht auf, 50. Hey, 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 Don't bleib mal cut, drinne. 6 rechts, macht auf über Kuppe in voll links, Jawohl. 100. Frühe 4 links, 4 rechts, extra lang, Don't cut, macht auf, in 5 links, macht auf. Boah, das Ding aber rutscht. 80. 4 links, extra lang, in 6 rechts, mittig halten für 30. 6 rechts, macht zu 4. Macht auf, macht zu, 5 rechts. In 5 links lang, in 6 rechts über Kuppe, in 5 links extra lang. Ich kann gar nichts, ich weiß mit den Nummern, 30. was sonst fangen, aber. 5 rechts lang, macht zu 3, in 4 links lang. 30, 6 rechts, extra lang, macht zu. In 4 links lang, macht zu 3, eng. In Don't Cut, 4 rechts, macht auf. 30, 6 links, 150. Frühe 5 links, 100. Oh. 3 rechts, macht zu. In Cut, 4 links. In 5 Oh, links, oh. macht zu Ah, über der Kuppe. Lack, das wird er mir sehr böse übel nehmen. In 6 rechts lang, Achtung 30, 5 rechts lang, macht zu 3, eng. 50, langsam, 5 Mein. links, über Kuppe lang, in 3 rechts. Gemein. In 4 links, Small Cut. In Achtung, 6 rechts, 2 links lang. Macht auf, 6. In 3 rechts, sehr lang, macht zu. 100. 3 rechts, macht zu. In 2 links lang, macht zu. 1. 30. 6 links, Oh. in 4 rechts. Nur mal Schwein gehabt, oder? Macht auf lang, macht zu bei Kreuzung. 5 links, macht auf extra lang, in 4 rechts lang.
50. 6 links lang. Macht auf. 100. 5 rechts extra, extra lang. Macht zu. Bis Kuppe. Oh. Boah. Das war's. Das war's. Mach zu. Bis Kuppe. Abgewürgt. Okay, also. Dann wollen wir mal. Also auf jeden Fall erstmal entspannter. Wir fahren hier wirklich durch die Walachei. Das ist schon mal gut. Müsste mich auf jeden Fall mal richtig beschäftigen mit diesen mit den ganzen Symbolen da oben. Aber das ist ja wie mit einer Uhr gemeint. Also dann so 2, 3, 4, 5, 6. So, das heißt zum Beispiel direkt 90 Grad kommt jetzt. Hier kommt eine 90 Grad Kurve, genau. So. Und jetzt kommt eine etwas weicher offene. Wie das hier. Und so die 3 halt, genau. Hundert. Denke ich zumindest. Guckt, es geht doch weiter hier auf der Strecke. Oh, Rasensprenger war da gerade in der Seite. Man kommt langsam rein. Oh, okay. Na, halt die Karre auf der Straße, Junge. Falscher Gang. Und durchziehen. Alter. Oh, oh, oh. Oh, das war scheiße.
Boah, ich hab mir die Scheibe im Arsch gefahren. Ich hätte mal richtig einlenken sollen, wa? Oh, der Klassenführer ist schon ganz schön weit. Wir haben es gleich geschafft. Zumindest die Karre ins Ziel gebracht. Oh Mann. Aufpassen hier. Naja, da war das hier. Okay, da okay. Alter Falter! Ja, da kann man wirklich sagen, nicht ohne. Geschafft. So, an der Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Eins kann man dazu aber schon mal sagen. Also man muss sich viel mehr damit beschäftigen. Einfach nur da einsteigen, losfahren und denken, yo, ich mache gute Ergebnisse, kannst du komplett knicken. Das erfordert viel mehr als nur fahren und schalten. Das Bedienen des Fahrzeuges ist das eine, aber schnell zu sein ist das andere. Also man muss sich wirklich darauf einlassen und viel mehr sich damit beschäftigen. Das war ein interessanter Test von meiner Seite. Ist ganz cool, macht schon Spaß, muss ich sagen. An der Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Macht's gut, euer Tornado. Ciao.